So, ich begrüße den Bernhard P. Wirth erneut zu einem Gespräch. Bernhard, Schönen guten schön, Mittag. dass es geklappt hat. Ist jetzt Ja. ausnahmsweise mal am Samstag gelaufen, weil es gestern ein bisschen verrutscht ist, aber jo, kommt halt mal vor. Wir sind momentan in ganz, ganz tiefen Planungsphasen drin. Bei uns steht im Juli, ganz genau am 8., 9. und 10. Juli ein großer Event an, ein Kongress, an dem wir ganz, ganz viele Vortragende haben werden. Wir werden viele Referenten dort haben. Dazu werde ich gleich noch unten eine Telegram-Gruppe verlinken. Da wird es am Montagabend einen Infoabend geben, wo wir da so ein bisschen über diesen Kongress sprechen werden und Modalitäten, was alles dazugehört, was man beachten muss und so weiter und so fort, wo ich mich anmelden kann und so weiter. Das steht also, es ist ein elfköpfiges Team, glaube ich, am Start im Hintergrund. Ich habe es gar nicht gezählt. Es sind ganz viele Menschen mittlerweile dabei, die uns die mithelfen, diesen Event aufzubauen, dass der richtig gut wird. Wir haben eine ganz große Nummer vor dort. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiger Impuls wird, der viel dazu beitragen wird, dass sich verschiedene Wissensgebiete an einem Punkt treffen werden und von dort aus natürlich auch, ja, dass sich daraus etwas kristallisiert. Ja, das ist das Ziel des Ganzen. Und da sind wir in einer sehr, sehr guten Energie. Ich kann nur sagen, dass das Team, was im Hintergrund steht, voller Freude da und voller Engagement da und voller Motivation dran arbeitet. Ich auch. Ja, deswegen bin ich zeitlich ein bisschen eingespannt. Es hält mich trotzdem nicht davon ab, samstags mit dir natürlich ein Gespräch zu Genau. machen, lieber Bernhard. Ja, Michael, das ist ja für uns heute auch mal Premiere, dass wir Ja. auch mal wieder mal eine Premiere haben. Gell? Und die große Herausforderung zur Stunde ist ja das Thema Ruhe. Ja. Das haben wir uns jetzt ausgedacht, dass wir mal über Ruhe sprechen wollen. Ich habe Ruhe, das Thema Ruhe, ganz kurz auch in einem meiner Vorträge drin. Ich beleuchte das von einer gewissen anderen Seite, weil wir gerade über das kommerzielle Thema viel mit Menschen zusammenkommen, die einfach sagen, die sollen mich doch endlich in Ruhe lassen. Ich will einfach nur meine Ruhe, ich will nur mein Leben leben. Was soll das? Ständig kriege ich irgendeinen Stress da draus, kriege irgendwas verpasst, habe irgendeine Pflicht, habe das, habe dies. Ich will eigentlich nur meine Ruhe. Und zur Ruhe. Ja, gibt es mit Sicherheit eine Menge zu sagen. Ruhe ist ein, also aus meiner Sicht, ich einfach mal meine Perspektive dazu. Das ist ein ganz alter Begriff. Den findest du ja schon in der Schöpfungsgeschichte. Ja, am siebten Tag hat er geruht, nachdem er sehr, sehr aktiv war, der Schöpfer. Ja. Vielleicht hier nochmal: In jedem Menschen wohnt als Ureigenschaft Ruhe und ein anderes Wort hier noch bitte mit hinein: Harmonie zu suchen. Ja. Emotionale Harmonie oder zeitliche Harmonie. Das brauchen wir auch, weil dort kommen wir ja her. Und wie in einem Menschen wohnt dieses Wissen um diese ursprüngliche Ruhe, ursprüngliche Harmonie und damit natürlich auf der anderen Seite auch eine Sehnsucht danach. Ganz sicher. Das ist auch etwas, was ich so empfunden habe. Ja, gerade Corona-Zeit, das war so eine Zwangsruhe, so die du da aufgeordnet bekommen hast. Der erste Lockdown, möchte ich so sagen. Und ich habe diese Zeit unglaublich genossen. Ja, das darf ich an der Stelle sagen. Und es ist so, wie wenn der Schöpfungsbericht sich erfüllt hätte. So habe ich das dann ein paar Mal so eine Parallele gesucht. Ja, weil vorher warst du ja aktiv, 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 aktiv. Und dann kam plötzlich eine Ruhe. Michael, das ist der Einweihungsweg. Bitte, wir verlassen heute mal ganz bewusst die Thematik, die in den Mainstream-Medien unterwegs ist und bitte auch, was in vielen Telegram-Kanälen unterwegs ist, die nur hin und her schaukeln die Menschen, aber damit sie nicht zur Ruhe kommen. Bitte, bitte verlassen wir auch mal heute und denken mal hinein, dass diese Ruhe dazu dient natürlich auch, den Menschen schlafen zu legen. Schlafen zu legen, und du kannst dich an unsere Gespräche erinnern, wo ich gesagt habe, es ist nichts passiert, nur dass die Welt schlafen gelegt worden ist, damit die Menschen nicht mehr in direkter Art und Weise in diese Energie hineingeführt, hineingezogen werden konnten und damit aus einer Knechtschaft herauskam, die vor der C-Zeit da war. Absolut. Auch wenn das vielleicht nicht so bewusst war, ja. Weil, wie gesagt, dieses ganze System oder auch der Prozess ist
so aufgebaut, dass du ja in diese Welt hineingeboren wirst und es gar nicht merkst, dass du gefangen bist. Ja, das kommt noch Genau, dazu. genau. Ja, so ging es vielen, Michael. Sehr Ja. viele Menschen, die hineingeboren worden sind und dann in ein System hineingelegt worden sind, das ein anderes Denken bei vielen gar nicht mehr ermöglicht hat. Ja, weil das liegt auch an diesen Voraussetzungen, die da geschaffen wurden. Ja, das kannst du da, ja, ob du das im Recht suchst oder in der Medizin oder sonst wo, es wird im Vorfeld erstmal irgendwas vorausgesetzt. Ja, und Genau. das ist das, was in der Schöpfung ja auch drin steht. Ja, die Schaffung der Welt, wie auch immer, ist ja eine Voraussetzung, damit der Mensch da überhaupt leben kann. Ja, es wird Genau, in vorausgesetzt. Ja. diesem Also, materiellen Zustand. ja, und das habe ich in einem ja doch in einem Kurs dann noch etwas tiefer ausgearbeitet, weil das hängt ganz eng mit der Kopie zusammen. Ja. Ja, weil man ja nur das hat, was da draußen ist. Ja, du hast nur das. Ja. Du hast ja den Tag, die Nacht, die Jahreszeiten. Das ist alles über die Natur, ja, in ihrer Form gegeben. Und ein System kann nur das nehmen und versuchen, eine Realität abzubilden, die dir irgendwie suggeriert, das wäre die Realität. Ja. Ja, also mir kommt da gerade der Gedanke, dass es ja zwei Energiefelder gibt. Es gibt eine Entwicklungsseite, und bitte hier haben wir den Begriff Satan, den wir bitte nicht jetzt dem Teufel zuordnen im klassischen Sinne, ja, sondern ihn bitte mal als Energie sehen, als Entwicklungsenergie. Und wir haben die andere Seite, das ist dieses Zurückgehen nach Hause, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Hause zu uns selbst. Und die zwei Linien haben wir. Und dann ist ja so eine Art Unglücksfall geschehen. Und dieser Unglücksfall war, dass sich diese Entwicklungsenergie nochmal verselbstständigt hat. Auf der Körperebene würden wir sagen, es gibt gesunde Zellen Sündenfall. und es gibt Krebszellen. So, und diese Entwicklungsenergie, Krebszelle, die hat sich immer weiter ausgedehnt, ist immer mehr in die Welt hinein und hat es ja geschafft, so gut wie alles in den Griff zu nehmen. So gut wie alles. Ob wir hineindenken wollen in die Medizin, ob wir hineindenken wollen ins Schulsystem, in Sportveranstaltungen, in die Wirtschaft, ins Geldsystem, in die Politik. Sie haben sozusagen alles im Griff. Und dann kam, wie wir es nennen, ja Freitag 18 Uhr. Vorher bitte nochmal, wir haben diese zwei Strömungen plus diese, deswegen nenne ich die böse vier. Und diese Energie wurde durch was auch immer im Jahre 2000 verändert. Das heißt, Du sagst von was auch immer. ja, Findest du das? das ist momentan noch sehr gefährlich, das in die Außenwelt zu geben. Es hat nichts mit Trump zu tun, es hat nichts mit Putin zu tun, es hat nichts mit. Darüber schwebt was, was von so einer Gewaltigkeit ist, was für die meisten Menschen unvorstellbar ist. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die sich da viele stellen, ja. Und da sie die Antwort nicht sich nicht sagen oder nicht erklären können, weil wir sind ja so gepolt, ja, dass wir sagen, jetzt habe ich eine Info, ich habe das, und dann versuche ich mir das irgendwie mit meiner Ratio zu erklären. Dann versuche ich immer diesen 1 plus 1 gleich 2 Schritt zu gehen und zu sagen, ja, das ist das, weil das, das und das und das und das ist. Es gibt aber eben andere Möglichkeiten, das noch zu betrachten. Ja, das sind eben diese völlig anderen Möglichkeiten, die man da hat, Dinge zu betrachten. Ja, ich mache das im Kurs ganz oft, indem ich sage, 1 und 1 ist nicht 2. Ja? Es war noch niemals 2. Ja? Das ist nur eine Möglichkeit, die es eben gibt, aber daraus resultiert etwas ganz anderes. Und da kommst du über mathematische Bezüge, ja, die auch logisch und nachvollziehbar sind, ja, die du mit deiner Ratio genauso erklären kannst, aber in völlig andere Felder rein. Und das ist genau das, was eben nicht gelehrt wird. Das ist das, was vorenthalten wird. Das ist das, was nicht gezeigt wird und wo man den Menschen aus meiner Sicht ja ganz bewusst davon abhalten möchte, dass er da nicht reinkommt in diese Energie. Genau, warum? Erstmal noch, und jetzt wurde damals in der Millenniumnacht, wurde eine Eigenschaft verändert. Die Eigenschaft der Wirkungskraft dieser bösen vier.
Aber nicht hier im Sinne, hier haben wir Sandkasten gespielt und dann ist das geschehen. So, und seitdem ist es, dass in Auskristallisierungsphasen diese Eigenschaft auf Erden, auf unserem Planeten, eine andere Wirkung bekommt. Und die Wirkung ist weg von der bösen Vier hin zur guten Vier. Gute Vier, bitte nochmal, die Ursprünglichkeit von Welt, ich versuche es immer ein bisschen einfach banal zu erklären, im Sinne von lackierten Apfel und den Apfel von der Oma. Jetzt, wo du das sagst, ja, ich habe heute Morgen einen Post gekriegt, da habe ich gedacht, ich falle vom Stuhl. Warum? Du kannst mittlerweile, echt ohne Scheiß, du kannst mittlerweile Löwenzahn im Supermarkt kaufen, Bio-Qualität. Ja. Für 3,80 Euro und Brennnesseln auch, das musst du dir mal vorstellen. Aber das ist genau das, was du sagst. Ja, man suggeriert dann wieder, dass das, was da draußen wächst, nicht das Richtige ist. Ja, sondern du musst das gentechnisch kopierte Zeug im Supermarkt kaufen, um dir, na, ich echt. Und wenn ich dann höre, dass es dann Menschen gibt, die sagen, boah, ich habe Brennnesseln gekauft, da frage ich mich doch ganz ernsthaft, geht's noch? Nee, Wahnsinn. Genau, die sind ja immer noch. Wir haben ja erstmal die Welt schlafen gelegt. Und jetzt kommt, also der zweite Schritt ist jetzt, dass die böse Vier zur Stunde gegen die böse Vier kämpft. Die gute gegen die böse. Nein, die böse. Böse gegen die böse, okay. Genau. Kann sich erinnern, wo ich gesagt habe, die Liebe kann nicht kämpfen. Das Licht, die Liebe. Ja. Genau. In dem Zustand, momentan kämpft die böse Vier gegen die böse Vier. Mehr geschieht nicht, weil deswegen ist ja die große Herausforderung, sich immer wieder bewusst zu machen, in diesem Zeitalter gibt es keinen Erlöser mehr im klassischen Sinne, wie wir es kannten. Wenn wir mal biblisch hineindenken, Neue Testament, Jesus der Erlöser und hat uns dadurch auf eine Warteposition. Er wird uns erlösen, er wird es managen, er wird es schon. Und weißt du was? Das kannst du ja auf diesen Punkt definieren. Ja? Vielleicht ist Erlösung eine Form von Energie, die dich befähigt, dich zu erlösen, dass du dein eigener Messias wirst, dass du dein eigener Erlöser wirst. Und vielleicht war das der Impuls im Jahr 2000, der das einfach, ich sag mal, über Schwingung oder über Energie oder was auch immer es ist, ja, einfach Menschen erreicht hat, die dann einfach angefangen haben, Moment mal. Genau. Das war vor der C-Zeit, hatte die Seele, unser Selbst, unser Leben, vielleicht einmal am Tag angerufen. Nur die Masse der Menschen waren so in diesem Hamsterrad, in diesem Drehrad, in dieser Manipulation, in dieser Knechtschaft, dass sie diesen Anruf nicht mal mehr gehört haben. Ja. Nicht mehr hören konnten. Machen sich ein Bild von irgendeinem Erlöser, ja, da kommt wieder diese Bildsprache mit rein, man sagt, er hängt da am Kreuz und er wird irgendwann, weil er an den Himmel aufgestiegen ist, vom Himmel wieder runterkommen, wird alles für mich regeln. Ja. Dann wirst du logischerweise, gehst du automatisch, ja, gehst du in eine absolute Passivität hinein. Ja. Klar, das ist das Ziel. Ja. Ich gebe dir das Bild, ja, und der kommt dann irgendwann und dann ist alles gut und du brauchst nichts weiter zu tun. Das ist genau das, wo ich immer sage, das kann nicht richtig sein. War auch nicht. Das war volle Manipulation. Und dann haben wir noch einen Stellvertreter Gottes auf Erden gehabt. Ja, ich habe da mal letztens einen, ich weiß, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, als ich auf dem Marktplatz war, das war auch noch irgendwie so eine Demo war da hat mich einer angesprochen, hier, der Papst ist der Antichrist. Sag ich, der Papst ist Christ. Das sagt man doch auch, er ist Christ. Genau. Der Antichrist ist der nicht der Christ ist, der heute Christ ist. Also genau. Ist der Antichrist wahrscheinlich der Erlöser. Wir haben ja die Karwoche durchgemacht. Das bedeutet, das ist ein Einweihungsweg zu mir selbst. Ja, genau. Hier in dieser anderen Energie wird auch diese Energie weggenommen, dass da außen ein Erlöser auf uns wartet, sondern diese Energie wird sich verwandeln, dass ich diese Erlösung in mir suchen muss und finden kann. Was viele Jahre auf unserem Planeten nicht mehr machbar war, weil jede Religion, und davon gibt es keine Ausnahme,
immer die Erlösung nur im Außen gesucht haben und nicht im Inneren, bis auf ganz wenig, ja, Eingeweide, darf man hier sagen. Ja. Ich darüber nachdenke, wie viel menschliche Energie, ja, wie viel gut gemeint das unter diesem Aspekt einfach nur verpufft ist oder im Gegenteil ausgelöst hat, kriege ich ganz, ganz wehmütige. Das tut mir unglaublich weh. Das verstehe ich. Weil du siehst, dass, ja, weil gerade diese C-Zeit hat das alles sichtbar gemacht. Die hat das sichtbar gemacht. Und das hat ja Auswirkungen gehabt bis in dein direktes Umfeld. Ob das nun deine Sippe ist, mit der du dich umgeben hast und darin Menschen angefangen haben, sich korrumpieren zu lassen, oder deine Arbeitskollegen oder deine langjährigen Freundschaften, wo du plötzlich gemerkt hast, was ist denn hier los? Ja, die Bewertung, Michael, war vor der C-Zeit häufig, nicht immer, aber häufig auch mit diesen Maßstäben des anderen. Hat er ein Auto, dann hat er ein großes Auto, ach, dann könnte er ja auch mein Freund sein. Und wir haben, oder die Masse, hier ist, darf ich hier nicht sagen, die Masse hat mit einer anderen Wertung und Bewertung in Freundschaft denn charakterisiert. Nachahmung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort dabei, ja. Dass man dann festgestellt hat, hey, wow, der hat das, der hat das, der hat das, der hat das. Und nur so bist du ein wertiger Mensch in irgendeiner Form, sage ich auch ganz oft, ja. Und es ist mittlerweile, weißt du, wir leben in einer Welt, wo alles irgendwie verdreht ist, ja, wo dann denkst, das ist um 180 Grad gedreht. Ich kenne Menschen, die sagen, wenn dir die Regierung sagt, mach das nicht, dann machen die das, genau weil sie das sagen. Ja. Da guckt nicht in die Sonne, ja, die Sonne ist schädlich, Gottes Willen, was für ein Quatsch. Die gucken in die Sonne, komischerweise geht es denen allen gut. Ja? Denen geht es gut, den Menschen. Genau. Und reingucken. Ja, und jetzt haben wir die Situation, Michael, dass jetzt eine Bewertungsgröße entstanden ist, im Sinne, dient er nur dem Außen oder beginnt er sich selber zu suchen? Ja. Und dadurch hat sich auch, das kann selbst Bruder, Schwester gewesen sein, ja, die weiter im Außen suchen, weiter sich außen orientieren, weiter ihr Heil im Außen suchen und dann die immer noch nicht das Telefon klingeln hören. Ja, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ja? Also auch ja, Geschwister, ja, wo du dann denkst, fassungslos stehst du da und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Genau, weil wir dann mit unseren Emotionen und Gefühlen natürlich sie gar nicht auf unserer Seite hätten. Ja. Genau. Du gehst ja auch davon aus, ja, das ist. Ne? Und im Gegenzug, komischerweise, habe ich Menschen kennengelernt, die ich schon lange, oder wieder kennengelernt, ja, die ich schon lange kenne, von denen hättest du das nie erwartet. Genau. Ja, genau. Niemals. Ja, genau. Und dann denkst, hä? Ja. So, und jetzt ist diese Eigenschaft oben, diese böse 4 gekippt worden. Und jetzt dauert es halt, bis diese auskristallisieren. Wir haben ja nicht die Zeitschiene im horizontalen Bereich, sondern wir haben Auskristallisierungsrhythmen, Zeitenrhythmen. Ja. Sonst sind wir wieder im Logischen. Und das müssen wir wegnehmen, weil das, was momentan geschieht, nicht mehr logisch ist, Gott sei Dank. Das passt auch nicht in eine lineare Zeit hinein, ja, weil das ist das, was der Kalender der ja verkauft. Ja. Er sagt ja, es vergeht Zeit. Ja. Das ist immer ein Satz, das ist eine absolute Lüge. Ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Zeit kann nicht vergehen. Ja. Es geht nicht. Ein linearer Kalender oder linearer Zeitstrahl oder lineare Zeitsysteme, ja, die suggerieren dir etwas. Und gerade am Thema Zeit, da kannst du ganz, 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 ganz einfach feststellen, wie bist du involviert? Ja? Wenn du glaubst, dass heute Samstag ist und das für dich eine absolute Wahrheit darstellt, ja, dann bist du eigentlich schon der Fiktion aufgesessen, weil der Natur da draußen ist das im Prinzip wurscht. Ja? Es interessiert die Bäume nicht, es interessiert den Boden nicht, die Vögel interessieren. Genau, alle nach Zeit. Die leben einfach ihr Leben eben jetzt. Ja, und genau. Ja, also bitte, Michael. Warte mal, Michael. Zeit, Vergangenheit, Zukunft existiert nur in unserem Gehirn. Ja. Das soll man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen. Nur in unserem Gehirn können wir, wenn wir die Realität nehmen,
dann können wir nur in der Jetztzeit leben, weil sonst wäre alles zu spät. Das ist richtig. Konnte auch der liebe Gott, symbolisch gemeint, dem Menschen gar nicht geben, Vergangenheit, in Zukunft, im Realen, sonst käme der nie wieder zurück. Er darf nur mit jetzt Kontakt hier rein. Und das ist spannend, weil wenn man darüber nachdenkt, ja, dann ist all dieses Zukunftsgedöns, was auch aus der Bibel abgelesen wird, dass irgendwelche Zeitabschnitte ablaufen und dann kommt der Erlöser und dann kommt dies und dann wird das geschehen, Apokalypse und was auch immer. Und du dann fest, ne? Und dann denkst, und du wartest hier, du gehst automatisch in so einen Wartemodus, ja. Das meine ich damit, du gehst in so eine passive Haltung rein, ja, und bist nicht mehr in dir, du bist nicht mehr in dir drin, ja. Und dann ist das, was eigentlich am wichtigsten ist, nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste ist nämlich, dass du mit dir selber hier dieses Leben dadurch leben sollst, ja. Ich sage das auch ganz oft, ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, aber es gibt eins vor dem Tod, und darum sollten wir uns dringend kümmern. Genau. Und wenn wir jetzt einmal hineindenken, was momentan die Mainstream-Medien und die Kanäle machen, nämlich die Leute nur auf Zeitschienen heben und wahrscheinlich kommt's und wahrscheinlich und wahrscheinlich und vermutlich und da hat jemand gedacht, genau dieses Manipulationswerkzeug müssen die benutzen, um den Menschen hin und her zu schleudern. Deswegen immer wieder meine Aussage. Geht aus vielen, vielen, vielen Telegram-Kanälen heraus, geht lieber mit euren Kindern, Enkelkindern, Urenkeln spazieren, habt ihr mehr gekonnt. Da findest du Ruhe. Genau. Und die Herausforderung ist ja dann jetzt in dieser minus 4 gegen die minus 4, die jetzt diesen Kampf verwirklichen und es ja auch sehr gut machen, kann man nicht meckern. Ist die Herausforderung, dass der einzelne Mensch auch gerade zur Stunde von der äußeren Sicherheit weggeht und immer mehr zur inneren Sicherheit Schritt für Schritt den Weg geht und immer mehr diese innere Sicherheit findet, weil außen wird sie weggenommen. Das sind die Themen. Ne? Jetzt wird schon wieder geunkt. Ja. Im Herbst gibt es einen Lockdown. Ja. Es kommt das, es kommt das, es kommt das. Das ist alles nur dazu da, um dich wieder, ich sag mal, so ein bisschen in die Spur zu bringen. Ja. Angst, ne, ist das Mittel. Ja klar, das ist denen ihr Werkzeug und die verstehen ihr Handwerk. Hier ist wirklich die Herausforderung, liebst du dein Denken oder liebst du dein Denken nicht? Wenn du dein Denken liebst, dann gibst du deinem Denken durch deine Sinne ein anderes Denkmaterial als der, der sein Denken nicht liebt. Das kann man auf der Körperebene nehmen, welche Nahrungsmittel gibt man meinem Körper, liebe ich ihn nicht. Das kann ich auf die Mentalebene gehen und um dieses Wort zu benutzen. Aber ich kann es auch auf die Seele, liebe ich meine Seele, dann werde ich meine Seele suchen. Liebe ich sie nicht, dann suche ich sie nicht. Morgen mit Marc kurz gesprochen, von Klarum zur Nacht, wir hatten ein kurzes Telefonat und da kam auch auf das Ernährungsthema. Ja. Und der hat was ganz Interessantes gesagt. Und ich bin jetzt mal gespannt auf Kommentare auf diesem Video, weil wenn wir das nachher rausgeben, dann einfach mal, dass jeder das mal so selber prüfen kann. Der hat sich, und das ist jetzt nicht der Erste, der mir das sagt, das kommt noch dazu. Ja. Also ich habe zwischendurch auch noch so einen systemischen Hang, ich sag's mal so, ja, irgendwie mal da was noch zu essen oder da, aber das hat sich wirklich absolut minimiert. Ich habe mein Leben jetzt mittlerweile so organisiert, dass ich wirklich im Jetzt bin. Jetzt trinke ich ja gerade einen Kaffee. Ich habe heute Morgen Lust gehabt auf Kaffee, also trinke ich Kaffee. So, wenn ich Lust habe auf meinen Rosmarin-Tee, trinke ich Rosmarin-Tee. Heute Morgen habe ich meine Atemübung gemacht. Ich bin einen neuen Rekord gekommen, ja, darf man auch sagen. Ja. Ich merke einfach, dass das sich da ein anderer Rhythmus einstellt. Ja. Und das tut mir gut. Und das Guttun ist etwas, was sich wirklich magisch auf mich auswirkt. Weil das Guttun ist das, was im Prinzip durch diese, ja, dadurch kommst du in die Liebe. Ja. Das darf ich mal so sagen. So, aber was der jetzt gesagt hat heute Morgen war, der hat sich dann irgendwie so einen Schokoriegel mal geholt, irgendwie so was vor kurzem, und hat einfach gemeint, ich weiß nicht, was das ist, aber das schmeckt nicht mehr so wie früher. Das ist irgendwie, ja, da ist was weg. Ja, da ist irgendwas weg. Und das liegt jetzt nicht an diesem Schokoriegel. Ich sage auch nicht, dass da irgendwas weg ist. Ich sage, da ist was dazugekommen. Nämlich,
das Empfinden ist wach geworden. Ja, was ist es? Ja, da kam was dazu. Ja, und das habe ich ihm dann auch so ein Stück weit noch mitgegeben. Ja, und er meinte dann auch, also es ist wirklich sehr bemerkenswert. Also ja, und vielleicht hat der eine oder andere die Erfahrung auch gemacht. Ich bin mal gespannt drauf, ob da ein Kommentar kommt. Ja, die Geschmacksknospen können ja auch wieder wie ein Rasen wieder sich erholen. Und dann nimmst du noch ganz was anderes wahr, was du vorher gar nicht wahrgenommen hast. So ist es. Ja. Das heißt ja nicht, es ist was weg, es kam nur was dazu. Etwas, ja, vielleicht hast du jetzt erstmal wirklich das erste Mal das Gefühl oder die Möglichkeit, das auf eine Art wahrzunehmen, wie es wirklich ist. Ja. Nämlich nichts, Schrott, Dreck. Ja. Genau. Weil wenn du deinen Rasen, deine Geschmacksnerven, wenn die wieder sich aufbauen, dann nimmst du ja ganz andere Sachen, wenn die Knospen grüner werden, symbolisch gemeint. Ja. Ja? Ja. Genau. Aber das erleben wir doch, ich wundere mich, wenn man die Schulmedizin nimmt oder auch Alternativmedizin. Sie haben alle, gibt Ausnahmen, nur einen Gedanken, nur die Funktion des Körpers herzustellen. Das ist die Voraussetzung, die geschaffen wurde, ja. Dass man auch Menschen in die Ausbildung bringt und sagt, das ist Schulmedizin, so und so und so und so und so und so und so. Und jeder funktioniert gleich. Ja, das ist das Ziel. Alles Gleichmacherei ist die große Manipulationsmöglichkeit. Alle sind gleich, weil damit mit dem Satz nimmst du schon die Individualität des Menschen weg. Enorm, ja. Und dann kommst du setzen, bist ja nicht normal, ja, so in der Art. Ich fasse das mittlerweile als Kompliment auf. Ja. Endlich hat es einer geschnallt, ja, dass ich nicht der Norm entspreche. Aber das ist das. Und je mehr du guckst, ja, wirst du diese ganzen Gleichschaltungsprozesse, die findest du überall. Überall, überall. Ja. Das ist das Ziel. Wenn du den Menschen sagst, wir sind alle gleich und das noch mit Moral versiehst, dann gehören sie dir. Ja. Weil das sind dann die Spielregeln, wir sind alle gleich. Und es ist. Manche sind gleicher. Ja, und da fängt es wieder an, wenn ich jetzt nochmal an die Medizin denke, die nehmen nicht mit hinein diesen seelischen Aspekt, dieses 1-4-Prinzip. Ja. Und damit tun sie nichts, aber auch gar nichts für die Seele. Und ich meine hier bitte, bitte nicht die Psyche. Und die große Herausforderung, das war auch damals der Ansatz mit meinem Buch Tränen der Seele. Warum? Weil es bringt dir nichts, wenn du das alleine isoliert den Körper nur hinstellst. Ja, und deshalb habe ich nicht zufällig auch eine Heilpraktikerin über Jahre ausgebildet, die mir dieses 1-4 So, und wenn man rausschaut in die Medizin, dann muss man sagen, was tut ihr für die Seele des Menschen? Nix. Nix, gar nichts. Tablette ist ja, Tabletten, Spritzen, sonst was, hat nichts mit dir zu tun. Genau. Und da wird sich auch Gewaltiges ändern. Übrigens auch, aber ich glaube, diese Anfänge, die sieht man ja schon, ja. Deswegen ist so ein Event, wie wir ihn planen, ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil genau. Es geht ja nicht darum, dass wir da vorne stehen und tolle Referate haben oder irgendwas. Nein, es geht tatsächlich um die Vernetzung. Und Vernetzung jetzt nicht im Sinne von, ich vernetze mich mit dem oder mit dem oder mit dem. Es geht darum, dass die Themen, ja, zusammengeführt werden. Das hat einer, wer war das, der hat mir das vor kurzem gesagt, ja, das war der Urs Würz, genau, was ich die Woche noch aufgenommen habe, der gesagt hat, weißt du, da triffst du Menschen und die haben ihren Doktortitel und die können dann mit beiden Augen durch das Schlüsselloch gucken, weil sie jetzt Physik perfekt sind. Und dann kennen die aber nur das, ja. Und die haben gar keine Möglichkeit mehr, ganzheitlich auf so ein Thema zu schauen, wo sie dann sagen können, ja, Moment mal, das ist da und das ist da. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass gerade im russischen Bereich, ja, da wird das anders gehandelt. Ja, weil da hat man diesen ganzheitlichen Blick tatsächlich noch. Und sobald die merken, dass das in bestimmten Fällen Ungewöhnlichkeiten vorkommen, dann richten die ihren Blick auf die unwahrscheinlichsten Geschichten und fangen da an, ganzheitlich drauf zu schauen. Ja, ja, genau. Und bitte, ganzheitlich ist nicht, Entschuldigung, dieser esoterische Quatsch vor der Zeit. Weil das nämlich auch wieder ohne Seele war. Ja, natürlich. Also Physik hat schon seine. Ja. Aus meinem Coaching heraus muss sie da auch immer wieder feststellen, hier benutze ich das Wort muss,
weil du jetzt sagtest, es ist von verschiedenen Blickpunkten auf unserem Event. Aber bitte unterschätze nicht, dass viele Menschen momentan in ihrem Umfeld niemanden mehr haben, mit dem sie reden können. Das ist dann der Effekt, der entsteht, ja. Ja. Das meinte ich damit. Ja, also erstmal haben wir die Möglichkeiten, aus vielen, vielen Themenbereichen zusammenzuführen und dann, ja, dann hast du auch die Möglichkeit auszutauschen. Und wenn man das, Genau. das, was draus entsteht, das ist einfach nur eine Erweiterung der Perspektive. Und da hat Genau. jeder Einzelne einfach die Möglichkeit, sich da komplett drin zu finden, drin aufzugehen, Kontakte zu machen. Und ja, das ist das Ziel. Ja, und ich fand es von Anfang an eine sehr, sehr gute Idee. Und das ist auch das, was uns jetzt hier noch motiviert hat, diese Geschichte da am 8., 9. und 10. Juli Ja. ablaufen zu lassen. Und wir setzen alles dran, dass das natürlich in einer guten Energie läuft. Und da haben wir auch den richtigen Ort dafür, bin ich mir sicher. Und du bist ja auch dabei. Ja, wunderbar. Ja, das eine sind ja die Inhalte auf der einen Seite. Ich wirklich, bei mir, in meinem Coaching ist wirklich so, dass nicht wenige sagen, mir fehlt im Umfeld Menschen, mit denen ich so drüber sprechen kann, wie wir beide jetzt sprechen. Wo die Energie passt, ja. Genau. Und das ist eine andere Art der Kommunikation. Also der Moment, wo ich merke, dass ich zu jemandem einen Draht habe eine Verbindung aufgebaut habe, ja, dann kommuniziere ich da logischerweise auch anders, weil man irgendwie, ich nenne das mal, man spürt eine Vertrautheit. Ja, Ja, genau. und dieses Vertrauen, was man da vielleicht von vornherein merkt, ja, das öffnet dann die Möglichkeiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir gerade an diesem Wochenende in eine unglaubliche Vertrautheit hineinkommen werden. Das ist das, auf was ich mich am allermeisten freue. Genau, mache ich mich auf unsere diese 1-4-Verbindung. So ist es. Ich hatte jetzt gerade noch mal einen Gedanken. Jetzt ist er weg gewesen in bezogen auf Menschsein. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Und zwar Menschen so mit du und ich Gedanken, die möchten auch nicht missionieren. Sie wollen einfach reden, weißt? Und bei vielen müssten sie dann anfangen zu missionieren. Und missionieren ist immer Polarität. Ich hier, dort, du. Und deswegen die große Herausforderung eben, dass sich immer mehr Menschen zusammenfinden und dafür ja auch der Event aus meiner Sicht, die sich dann vernetzen oder zumindest dann schreiben, telefonieren und. Oder sich treffen oder was auch immer, damit diese Gruppe auch immer größer werden kann und der Einzelne nicht alleine zu Hause sitzen muss. So ist es. Ja. Und das hinzukriegen, das ist die Kunst. Und ich, ja. Das ist die Herausforderung, die auch umsetzbar ist. Ah ja, natürlich ist sie umsetzbar, ganz klar. Ne? Ja. Wie gesagt, es ist, also ich für meinen Teil, ja, freue mich da unglaublich drauf. Ja. A, weil ich weiß, ich werde wieder ganz viele bekannte Gesichter sehen. Da werden mit Sicherheit Kursteilnehmer da sein, mit denen man schon das ein oder andere Gespräch geführt hat. Dann wirst du da sein, dann wird der Franz da sein, da werden die Katharine wird da sein, der Marc, ja, und einen Überraschung haben wir vielleicht noch dabei. Und Peter Denk kommt übrigens auch, ja, genial. Und das einfach da in den Austausch gehen, ja, dass man einfach mit Menschen dann wirklich auf einer vernünftigen und absolut ehrlichen, freien, ja, vertrauten Ebene. Also bei mir ist es so, Michael, ich freue mich unter anderem darauf, dass ich dich dann mal live im Konzert sehe. Also das dürfte ich ja auch sagen, wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Noch Persönlich sowieso nicht. Wenn, dann machen wir das menschlich. genau. Also nur mal so Ja. ganz nebenbei. Ja, nee, ich bin auch, also echt gespannt, ja, muss ich wirklich sagen. Ja. Also das war noch mal so unsere Gedanken, denke ich, für einen Samstag. Samstag, der siebte Tag der Woche, der Ruhen, der Sabbat. Ja. Das hat auch übrigens bedeutet, der Sabbat, wir sollen hier ruhig bleiben als siebter Tag. Ja. Ruhig bleiben, damit wir nicht in die Verführung kommen. Es ist die natürliche Entwicklung da, aber mehr als diese natürliche Entwicklung, lass sein. Das will uns der Samstag erzählen in der Bibel. Nehmen wir das als Schlusswort. Genau. Ein bisschen kürzer geworden heute, aber das
reicht und es ist alles drin, was drin sein muss. Bernhard, ich bedanke mich bei dir, dass du dir am Samstag Zeit genommen hast. Und ich werde die Eventgruppe noch verlinken. Dort gibt es am Montagabend einen Infoabend. Carsten Pötter und ich werden das moderieren. Ist nicht lang, wird eine Stunde gehen. Wir werden ein Event dort vorstellen, was an Modalitäten zu beachten ist, wie man wo rankommt. Die Links werden dort rausgegeben und dann geht das Ding seinen Gang. Und an dieser Stelle von Ich meiner danke Seite. dir, Michael. Samstag Arbeit. Wir haben ja heute für die ursprüngliche Entwicklung gearbeitet. Das darf man ja. Darf man das? Gut, Ja, dann bin ich genau. beruhigt. Ich dachte schon, ihr habt Ja. irgendetwas verwerten. Also, alles Liebe. Okay, alles Liebe dir, Bernhard. Danke, dass du Zeit Danke genommen schön. hast. Gute Macht's Zeit. gut, alle, die zugeschaut haben. Bis dahin, ja? Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao.